Okay, ist erstmal Licht. Ach du Schande. Licht. Warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns das mal hier adoptiert. Ja? Ach du Scheiße. Eine Falle. Bosskampf. Beatrice! Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr schreit ja nach Finale. Mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wissen wir. Das ist ein Trocken. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Zu Ende bringen. Regulas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Oh nein. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Oh je. Diese Ratten. Tötet sie! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tut dir nicht weh! Aber wie? Oh nein. Ah, wir hätten die Ratten auf ihn locken müssen. Ah, okay. Na toll. Jetzt müssen wir die Story nochmal durchnehmen. Na toll. Können wir das überspringen? Ne, können wir wahrscheinlich nicht. Na toll. Ist ja nett. Ihr seid also wieder mit eurem Sohn ver... Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh. Kein Abstand von den Ratten. Sie töten dich, wenn du sie nicht kontrollierst. Ja, what the fuck. Hat ja fast geklappt. Und dass das eine Falle war, war doch klar. Hugo, die Ratten! Wir haben keine Wahl! Tu dir nicht weh. Ich
Okay. Aber greift nicht an. Na toll. Wieder mein Bug. Ne, ich muss den Bug beheben. Der Ritter kam nicht. Da schaffe ich es einmal und dann. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, lege wohl kleiner. Tu dir nicht weh. Oh nein. Habe ich ihn getötet? Tut mir leid, Lego. Angriff. Tötet Mama, sie. Was soll ich tun? Ich habe die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Das ist die Gelegenheit. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Wacht! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Wo sind die Waffen? Hier. Kacke. Ich will zu durchhalten. Ich halte gerade nicht durch. Sie reagiert. Wacht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu spät. Der Junge wird beschwindet. Ja. Verstehe Sie. Das ist schlecht. Die Schwelle wartet. Überschreite sie. Oh nein. 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 Die waren zu schlecht. Holy shit. Das schreit nach Finale. Und die Steuerung ist grausam. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh. Okay. Habe ich ihn getötet? Tut mir leid, Lego. Angriff! Tötet sie! Mama, was soll ich tun? Ich habe die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Auf. Er ist doch noch ein Kind! Ich habe Angst! Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns! Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Auf ihn! Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Hugo, hör auf meine Stimme! Du musst durchhalten! Ich bin hier! Nutzlose Nacht! Meine Belohnung! Oh nein! Derjenige, der sie tötet! Und aufstehen! Lieber Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Oh nein, nein, nein. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Da drüben. Der Junge wird schwächer. Ja, verstehe sie. Die Schwelle wartet. Hier. Was machst du denn? Ich hab doch. Ich hab doch gesteuert. Das ist dann. Und die Ratten haben nicht reagiert. Die Ratten sind das Ungenaueste in diesem Spiel. Das ist halt. Das haben wir schon mit Amnesia gesehen beim. Bei mehreren Kapiteln, die dann dauernd in der Wand backen und so weiter, dass die Ratten, die jetzt Waffe einsetzen, so eine mystische Aktion. Mit euch beginnt die Beschwörung!
Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze! Auf die Bogenschützen. Nutzlose Nacken. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Halte durch. Lieber Makula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu spät. Du kommst. Der Junge wird schwächer. Ja, verstehe sie. Nicht selber. Da oben. Ach du Scheiße. Aber ich hab doch dieses Spiel. Mein kleiner Finger tut mir weh. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkeit. Tut dir nicht weh. Eigentlich müssen wir nur ihn machen und die Leute markieren. Wir müssen auch steuern. Tut mir leid, Ivo. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Ich hab die Ehre, die Wunde des Trägers zu töten. Pass auf! Er gehörst uns! Das was? Ist nicht wahr! Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Bogenschütze! Wo ist der Bogenschütze? Hier oben! Ah, nutzlose Nacken! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Erste Runde, umgestanden. Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Der Junge wird schwächer! Ja, verstehe sie! Die Schwelle! Mutterbatsch! Überschreite sie! Nein, Ivo! Hör nicht auf ihn! Komm zu mir! Ivo! Wer ist denn? Bogenschütze, 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 wo? Verdammt! Erst den Bogenschützen! Erst den Bogenschützen! Ich habe den Bogenschützen nicht gefunden. Verdammt, verdammt, verdammt! Verdammt! Ich mach's kurz und schmerzlos! Sag deiner Mann, liebe Wohlkleid! Tu dir nicht weh! Oh nein! Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Ivo! Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Stell mich in die Mitte des Kreises und... Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Was? Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze. Bogenschütze. Nutzlose Nacken. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Phase 1 geht schon ganz schön schnell. Die erste Welle geht schon hin. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, die zweite Welle. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu spät. Du kommst. Der Junge wird schwächer. Ja. Dann komm her. Bogenschütze, 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 Bogenschütze. Sehr gut, zweite Welle. Genug. Haben wir es geschafft, oder was? Hugo, sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht, wie erhofft, erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange.
Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Oh nein! Ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Öko. Ich. Du wirst es niemals kriegen. Dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Kapitel 15. Andenken. Andenken. In eine bessere Zeit. Ohne Krieg und ohne Ratten und ohne Pest. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lasst mich allein. Einen Monat später. Komm. Hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Im Wald ist schon los. Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Au. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Den Außenwall erreichen. Aha. Okay, verstärken können wir nichts. Diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. All diese Sachen. All diese Sachen. War ein Rosenkranz. Wahrscheinlich sind das ganze Sammelgegenstände, die wir nicht gefunden haben, weil wir dran vorbeigelaufen sind. Unterwegs bekommen hätten, bekommen können. All die Gegenstände. Und wahrscheinlich sammeln können unterwegs. Ich hab's halt einfach nur verpasst. Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Lukas' Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo, gut gemacht, Lukas, du bist ein Zauberer. Okay. Sieh hinunter. Okay.
Hier schnell rein. Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Okay, rennen können wir gerade nicht. Ja, hier wieder. Zurück am Ausgangspunkt. Okay, ein bisschen verirrt hier. Ach, da unten geht's glaube ich lang in den Innenhof. Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Das sollte passen. Und weiter runter. Materialien mitnehmen. So, mir reicht's. Auch gut, jetzt wieder mit Amicia zu spielen. Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst. Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Das sollte das sein, dass die am Platz bleiben. Dann müssen wir sie sich nicht jede Nacht wieder verschieben. Okay. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Er kann nichts tun. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und, hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Ja.
Sehr gut. Da jetzt, da jetzt. Reicht das oder müssen wir noch was schieben? Müssen wir da noch was schieben oder was? Ich fürchte es. Okay, da können wir eh nicht hoch.